Der Angeklagte ist Mord, Heimtückemord. Angeklagt ist, dass die Tochter der Nebenklägerin, 26-jährig, von ihrem Ex-Freund durch 7 Messerstiche in einem alten Funkbunker ermordet worden sein soll. Also es gab schon mal genau dieselbe Anklage wegen Heimtückemordes. Und damals hat hier das Schwurgericht den Angeklagten wegen Totschlags verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 12,5 Jahren. Und dann hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, aber auch die Nebenklägerin über mich hat Revision eingelegt, mit dem Ziel, eben eine Verurteilung wegen Mordes zu erreichen. Das Urteil ist komplett aufgehoben worden mit allen Feststellungen und alles muss sozusagen nochmal von Anfang, weil der Bundesgerichtshof davon ausgeht, dass möglicherweise 2 Mordmerkmale vorliegen. Einmal Heimtücke, weil fast alle Stiche von hinten gesetzt worden sind und der Angeklagte möglicherweise die Getötete auch in einen Hinterhalt gelockt hat, eben in diesen Bunker. Und aus niedrigen Beweggründen, weil der Angeklagte hier das Opfer loswerden wollte. Also wir haben ja das Urteil nicht akzeptiert. Wir sind sofort in Revision gegangen. Auch wenn jetzt dieses Urteil nicht das bringt, was wir uns erhoffen, ich würde nochmal in Revision gehen. Es ist zwar schwer, weil es dann immer wieder neu aufgerollt wird, aber ich bin der Meinung, ich kämpfe bis aufs Letzte. Das ist meine Tochter mir einfach wert. Auch wenn sie bei mir nicht groß geworden ist, aber wir hatten ja sehr engen Kontakt. Wir haben auch viel Videounterhaltung gemacht, wo sie zum Beispiel den Kleinen bekommen hat, also ihr Kind. Bei der Geburt war ich ja auch dabei. Also es ist nicht so, dass kein Kontakt zwischen mir und meiner Tochter war. Für meine Mutter ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl als für mich. Also ich kann ein bisschen lockerer mit der Sache umgehen, kann auch besser darüber reden als meine Mutter. Aber ich sag mal so, äußerlich sieht man mir das nicht so an, aber innerlich sieht es in mir auch ganz anders aus. Ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Tochter war hilfsbereit, sie war ein fröhliches Kind, wir haben so viel gemacht, wir hatten auch viel Spaß zusammen und ja, und das wurde uns jetzt genommen. Ja. Morgen. Hallo. Jawohl. Die Beweisaufnahme muss nun vollumfänglich wiederholt werden. Insbesondere steht hier die Frage im Raum, ob der Angeklagte heimtückisch handelte. Der Bundesgerichtshof war der Auffassung, dass das landgerichtliche Urteil bzw. die dem zugrunde liegende Beweiswürdigung lückenhaft war. Das hiesige Landgericht bzw. nun die zweite Strafkammer wird sich auch noch mal mit der Frage befassen müssen, ob der Angeklagte die Geschädigte hier planmäßig in einen Hinterhalt gelockt hat, sie infolgedessen arg und wehrlos war. Oh Gott, Gott, Barbara möchte gerne, dass ich und Mama gleich von Anfang an draußen bin. Irgendwann wird man machen, ne? Hast du mein Handy? Wie geht's mit dem Leute? Nicht besonders gut. Wie gesagt, wird wieder alles aufgerollt. Das kann damit einfach nicht fertig werden. Wenn wir auf dem Friedhof sind, das ist ganz schlimm jetzt im Moment. Also, sie hat dann 2 Laternen zu hängen mit ihren Bildern. Und die nimmt da und küsst und tut. Und wenn ich die dann anhängen will, also dann fängt er an zu weinen und zu schreien. Also wie gesagt, das ist im Moment ganz schlimm.
Also er hat das jetzt mitgekriegt, dass Mama nicht wiederkommt. So geht es ihm eigentlich gut. Er lebt bei mir. Das Gericht hat mir die Vormundschaft gegeben für ihn. Also ja. Und ich gebe das Beste, so lange wie ich kann, als wenn er nicht da gewesen wäre. Also hätte ich vielleicht das Leben beendet, bin ich ganz ehrlich. Aber der wundert mir dann immer, wenn er dann lacht und tobt und spielt mit mir. Also wie gesagt, dann erinnere ich mich mal. Ja. Wir hätten uns gerne gewünscht, dass er auch mal was sagt im Gerichtssaal. Also er äußert sich ja nicht. Er hat heute mitteilen lassen über seinen Verteidiger, dass er sich weder zur Sache äußert noch zu seiner Person. Also er sagt nichts, gar nichts. Und er hat sich auch nicht gegenüber der Familie in irgendeiner Art und Weise geäußert bislang. Die Frage ist immer noch, was hat ihn zu dieser Tat geführt? Warum und weshalb hat er das getan? Sie hatte die Beziehung beendet und da geht man seine eigenen Wege und fängt dann nicht an zu morden. Also ich weiß nicht, was ihn dazu gebracht hat und das kann nur er uns sagen, aber er schweigt. Er hat ja im Gerichtssaal nichts gesagt, wirklich nichts. Das Einzige, was drüber kam, ein blödes Lachen. Also wir wünschen uns, dass das Urteil kommt, dass er lebenslang bekommt. Wenn es geht, vielleicht sogar noch mit Sicherheitsverwahrung, weil er ja gefährlich ist eigentlich für die Menschheit so. Weil ich Angst habe, wenn er rauskommt, dass wir auch dran sind. Also es ist natürlich schwierig, wenn das Verfahren noch schwebt und noch offen ist, mit der Sache abzuschließen. Natürlich ist inzwischen ein bisschen Zeit vergangen, das stimmt. Aber wenn dann so ein Verfahren wieder erneut stattfindet und man sich hier vor Gericht wieder trifft, die Familie auch den Angeklagten sieht und sieht, wie er sich verhält, ne? Dass er sich überhaupt nicht rührt, dass nichts passiert, ja? Dass er sich nicht äußert, ist natürlich sein gutes Recht, aber auch keinerlei Regung zeigt. Das macht natürlich eine ganze Menge mit der Familie, triggert viel an. Er hat sich ja nun auch geäußert, dass ihm das gut geht in der Haft, dass er da auch gar nicht raus möchte. Und deswegen hoffe ich eben halt, dass wir das erreichen und dass sich das Kämpfen eben halt gelohnt hat. Der Angeklagte ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Kammer hat auch zwei Mordmerkmale angenommen. Und zwar einmal Heimtücke und Mord aus niedrigen Beweggründen. Die Kammer ist davon ausgegangen, dass der Angeklagte den Mord geplant hatte vorher. Also er hatte einiges geplant.
das Opfer, also die Bianca, in den Bunker zu führen. Und er hatte das Tatwerkzeug bereitgelegt. Er hatte den Stechbeitel, den er benutzt hat, mit der sie ermordet hat, auch noch einseitig angeschliffen. Er hatte den Bunker gegoogelt, wo ist das überhaupt? Und er hatte sie im Prinzip in eine Falle gelockt, in einen Hinterhalt. Und insofern hatte er die Tat komplett geplant. Sie ist eigentlich davon ausgegangen, er trifft sie oder sie trifft ihn vielleicht nochmal zu einer letzten Aussprache, weil sie ja immer gewollt hat, dass man vielleicht doch die Beziehung nochmal fortsetzt. Und es ist auch so gewesen, dass er sie getötet hat, dass er sie ermordet hat aus niedrigen Beweggründen. Er hat so einen Hass auf sie gehabt, so eine Wut, die sich dann also komplett entladen hat, als er dann mit 7 wuchtigen Stichen mit diesem Stechbeitel dann letzten Endes auf sie eingestochen hat. Also entschuldigt hat er sich nicht und ich gehe auch davon aus, dass er die Tat nicht bereut und er würde so eine Tat nochmal begehen. Er war ja völlig regungslos eigentlich während der gesamten Dauer der Hauptverhandlung, aber heute, als wir alle standen und die Kammer kam raus und hat das Urteil verkündet, hat er ein ganz rotes Gesicht bekommen, rote Ohren. Ich glaube schon, dass ihn das massiv bewegt hat, also dass er damit doch nicht gerechnet hat. Ja, also ich bin sehr glücklich, weil ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte, dass er lebenslänglich kriegt, wenn es geht, doch noch mit Sicherheitsverwahrung. Wie gesagt, er hat lebenslange Haft bekommen und nach 15 Jahren kann man ja dann da so einen Antrag da stellen, ob er überhaupt freikommen kann. Ne? Also ich glaube nicht, dass er da noch freikommt. Also geht man ja stark von aus, weil er ist schon als gefährlich eingestuft. Ne? Und wie gesagt, also ich bin sehr, sehr glücklich. Das Kämpfen hat sich gelohnt. Er hat seine gerechte Strafe gekriegt. Gut, sie kommt davon nicht wieder, aber er hat seine gerechte Strafe gekriegt. Also ich bin eine gute Freundin von Bianca. Und ich war auch die Letzte, die sie zuletzt gesehen hatte, mit ihr auch unterwegs war und dann uns verabschiedet haben am Bahnhof. Und und dann habe ich sie ja nie wieder gesehen. Also ich muss auch oft das an Bianca denken. Ich bin auch ganz oft an ihr Grab, besuche sie auch ganz oft und da fühle ich, dass sie nah ist. Und wie gesagt, sie fehlt einfach als gute Freundin zum Zuhören und so. Wir sind glücklich, dass es endlich vorüber ist jetzt endlich, dass man jetzt endlich damit abschließen kann und endlich mal Ruhe einkehrt. Dass Bianca endlich mal in Ruhe ruhen kann.